guck mir, glaube ich, noch das Calcio Berlin-Video zu Thomas Reis an. Bin mal gespannt, was die sagen. Normalerweise mache ich ja meine Fußball-Talks immer andersrum. Zieh mir eigentlich immer erst die Sachen von Calcio Berlin rein und laber dann 1:1 nach. Jetzt ist es mal andersrum. Gebe ich euch noch meine Seitencam fürs Feeling. Top. Die Entlassung. Sekunde. Von Thomas Reis beim FC Schalke 04, in anderen Worten, auf Schalke fällt ein Sack Reis um. Oh, ich dachte, du machst den Reißleine-Joke. Nee, nee. Weil geht er doppelt. Ne? Mit Reißleine ziehen ja. Und Reis zieht Leine. Ja. Das geht natürlich in alle Richtungen. Nee, ich fand lustiger, auf Schalke fällt ein Sack Reis um. Ja, und ungefähr so viel Newswert hat ja eine Trainerentlassung auf Schalke auch im historischen oder im 5-Jahres-Kontext deutscher Fußball, würde ich sagen. Denn ja, more of the same. Es hat am Ende. Bei Reis, es fühlt sich anders an, ja. Aber es hat wieder nicht für eine volle Saison quasi gereicht. 31 Spieler als Schalke-Chefcoach. Mehr nicht? Nee. Fühlt sich mehr an, ne? Fühlt sich nach mehr an, ist es am Ende nicht geworden, ist jetzt eben entlassen worden. Nach der Niederlage auf St. Pauli, 3:1 Schalke verloren. Ja. Die kam, nachdem man kurz gehofft hatte, dieser Sieg der Moral, wie Peter Knebel es genannt hat. Gegen Magdeburg hätte die Wende gemacht, hat aber nicht. Schalke steht auf Platz 16 nach 7 Spieltagen mit 7 Punkten. Und ist das peinlich, Alter. 16 nach 7 Spieltagen mit 7 Punkten und Matthias Kreuzer, Co-Trainer, wird die Mannschaft Stand jetzt erstmal interimsweise betreuen, richtig? Genau, und Büskens wird auch wohl wieder in eine wird wohl doch wieder, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine tragende Rolle gehen. Yes, aber auf jeden Fall Oliver Kreuzer. Zitat Mike Büskens, yes, honey. Ja, naja, es ist so. 6 Punkte sind halt nix. Aber das Problem ist, es geht ja nicht darum, dass der Punkteabstand nicht noch zu erreichen ist. Es geht ja einfach darum, wie du auch die Punkte geholt hast, die du hast. Also 3-0 gegen Kaiserslautern. Wie gesagt, wenn Lautern da mit 11 Mann auf dem Platz steht, spielst du da unentschieden oder erschimmelst dir irgendwie einen Sieg. Das war der schlechteste 3-0-Erfolg, den ich je gesehen habe. Vor allem, wenn du überlegst, dass die gegnerische Mannschaft zu 9 unterwegs war. Der Sieg gegen Magdeburg. Da hättest du auch in den ersten 25 Minuten 4-0 hinten liegen können, ne? Also auf jeden Fall Matthias Kreuzer, aber jetzt bin ich mir, ich glaube aber, dass ich Büskens gelesen habe. Ich habe die PK vorhin geschaut. Ja, Büskens ist Co-Trainer. Nicht gemerkt. Ja, Reis verlässt den Verein. Guckt man nur auf diese Saison, ist das, glaube ich, nachvollziehbar, ne? Ja, wenn man sagt, man diesen 16. nach 7 Spieltagen mit 7 Punkten, Verein, der ganz klare Aufstiegsambitionen hat, das ist zu wenig, müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem, ich kann mich nicht so ganz davon freimachen, auch in dem Kontext Nachfolgekandidaten, über den wir nachher noch reden können. Ja, ich frage mich einfach so ein bisschen, ob es die richtige Entscheidung ist oder ob es notwendig war. Ich sage nicht, dass es nicht ist. Ich bin da zu keinem klaren Urteil bei mir gekommen bis jetzt. Wir reden gleich darüber. Lass uns erstmal über Thomas Reis sprechen. Also ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, Thomas Reis wäre ideal dafür gewesen für Jahr 2 Bundesliga. Ja, kratzen, beißen, Klasse. Krass. Wir haben 1:1 den gleichen Tag und den unabhängig voneinander gemacht und da hat keiner die Hausaufgaben von anderen abgeschrieben, Chat. Das kann passieren, dass man 1:1 den gleichen Tag hat, ohne sich gegenseitig nachzulabern. Ach, krass. Genau, auf dem, was sie auch schon in der Vorsaison unter ihm gemacht haben, aufzubauen in der Bundesliga und weiterhin die Rolle bespielen zu können, in der er sich offensichtlich auch am wohlsten gefühlt hat, nämlich die Underdog-Rolle wenn du 17 Gegner hast gegen eigentlich 15 von 17 Gegnern, genau diese anzunehmen. Thomas Reis in der Bundesliga hat er ja übernommen, glaube ich, im Oktober für 8. Spieltag um den Dreh. Für Frank Kramer und hat 25 Punkte geholt aus 23 Spielen. Klingt jetzt nicht wie die Welt, aber er ist in der sogenannten Reis. Tabellenplatz 8, glaube ich, ne? Na, wobei Rückrunde 8, ich weiß nicht, was die Reistabelle ist. Das ist sehr, 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 sehr stark. Aber ja, also bis jetzt, ich sage jetzt gar nicht so viel dazu, weil wir gerade aus dem Schalke-Talk rauskommen, ist das bei mir 1:1 Zustimmung. Ist ja auch quasi das, was ich gesagt habe. Also ich glaube, Reis ist weniger an seinen eigenen Kompetenzen gescheitert, dass er irgendwie ein besonders beschissener Trainer ist, sondern einfach an der Ausgangssituation. Einfach zur falschen Zeit die falsche Aufgabe bekommen. Also ich glaube noch, also wären wir irgendwie in der Liga geblieben, mit Reis, glaube ich auch, dass es bedeutend besser aussehen würde. Zumindest meine Vorahnung. Ist-Tabelle wäre er 14. gewesen, sogar Platz 12 nach Expected Points. Und mit seinem Punkteschnitt, wenn man den auf die gesamte Saison hochgerechnet hätte, hätte Schalke 37 Punkte geholt. Auch mit denen wärst du in der Vorsaison 12. gewesen. Ja. Deswegen in der Bundesliga und in dem Bundesliga-Teil, den Thomas Reis betreut hat, kann ich ihm tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten wenige bis gar keine Vorwürfe machen. Nee, gerade in der Rückrundentabelle, glaube ich, sogar einen einstelligen Platz sich gesichert. Und ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Mit Thomas Reis für die gesamte Saison wäre Schalke 04 wahrscheinlich heute
heute noch Bundesligist. Ja. Das ist so nicht passiert. Man ist jetzt in zweiter Liga, man muss dieses Spiel um den Aufstieg annehmen, diese Saison, den Kampf um den Aufstieg annehmen. Und das klang ja bei dir gerade schon so ein bisschen durch. Die Art und Weise, wie Thomas Reis als Coach agiert und was er für einen Fußball spielen lässt, ist eben für eine Mannschaft, die, wo sich die Vorzeichen komplett umkehren in der zweiten Bundesliga, wo du in 15 von 17 Spielen plötzlich Favorit bist und nicht der Außenseiter. Auf dem Papier vielleicht nicht die richtige, auch wenn er natürlich schon mal aufgestiegen ist. Ist er schon mal? Die Frage ist halt... Da möchte ich sagen, das ist auch immer so ein Argument, was gebracht wird. Ja, Thomas Reis kann keinen erfolgreichen Fußball in der zweiten Liga spielen. Er hat es doch mal mit Bochum gemacht. Ganz wichtig zu dem Argument, es ist ein riesiger Unterschied, ob du aus der ersten Bundesliga absteigst und die Erwartung hast, als Schalke 04 direkt wieder aufzusteigen, oder ob du 4, 5, 6 Jahre schon in der zweiten Liga bist und irgendwo in dem Dunstkreis Top 6, Top 7 Verein bist und da mal oben reinrutschen kannst. Das ist eine völlig andere Ausgangslage. Also aktuelles Düsseldorf wäre zum Beispiel Tabellenerster. Ich hatte ja Daniel Thune vor, glaube ein paar Wochen bei mir in der Show. Die haben ja eine völlig andere Erwartungshaltung dort in Düsseldorf. Die sagen, wir wollen oben mitspielen und natürlich, was war das Zitat, wir wollen jetzt nicht Zwölfter werden. Aber wenn du als Schalke 04 oder Hertha in die Liga kommst, erwarten die Leute von dir, dass du direkt wieder aufsteigst, weil du jahrelang in Liga 1 unterwegs warst. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das kann man nicht vergleichen. Das ist auch ein sehr, sehr irrsinniger Vergleich, den ich da immer wieder höre. Ja, Thomas Reis hat es doch schon mal mit Bochum bewiesen. Ne? Also wir können uns das gerne mal angucken, dann kann man das vielleicht mit Fakten füttern. Dann gehen wir mal hier zurück in die Saison 21, da ist ja Bochum aufgestiegen. Und dann können wir mal in die letzten Jahre hier reinschauen. So, das ist die Corona-Saison, das ist 20, da ist Bochum 8. geworden. Dann gucken wir mal rein in die Saison 19, da ist Bochum 11. geworden. Dann gucken wir mal rein in die Saison 18, da ist Bochum 6. geworden. Also das ist ja von der Ausgangslage eine ganz andere Erwartung. Die sind ja hier nicht in die Saison reingegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt Erster werden, sondern die Erwartung war wahrscheinlich hier irgendwo Top 5, Top 6, ne? Dass du da angreifst. Und natürlich hast du eine ganz andere Ausgangslage als Favorit mitspielen zu müssen, wenn du aus der ersten Liga kommst, 100%. Also du kannst halt nicht einfach quer vergleichen, wie sah die zweite Liga damals aus, als er mit Bochum aufgestiegen ist, wer waren die anderen Mannschaften, wie waren die Teams aufgestellt. Bochum-Schalke ist auch nicht, kannst du auch nicht vergleichen von dem, was da die Erwartungshaltung ist. Und mein Gefühl ist einfach, oder das ist der größte Vorwurf, den ich machen würde, ist, dass auf Schalke, und dann nehme ich halt Thomas Reis natürlich mit in die Verantwortung als Trainer, weder im Kopf noch in der Spielanlage auf dem Platz der Schalter umgelegt worden ist von wir sind Underdog zu wir müssen eigentlich den Anspruch haben, wenn wir nicht gerade gegen den HSV 100%. Und aufgrund der extremen Spielweise Magdeburg spielen, eigentlich in jedem Spiel die bestimmende Mannschaft zu sein. Ja, und das haben sie überhaupt nicht angenommen. Generell, das ist, glaube ich, der ganz große Vorwurf. Es hat sich nichts geändert an der Herangehensweise fußballerisch zwischen Liga 1 und 2 und bei den grundlegend unterschiedlichen Saisonzielen, die man in diesen Ligen hat, ist das natürlich eine fragwürdige Herangehensweise. Und das Timo Baumgartl-Interview, was natürlich auch große Wellen geschlagen hat am abgelaufenen Spieltag, ja, es ordnet sich selbst ein bisschen ein, finde ich, jetzt im Laufe dieser Woche. Und zwar als vielleicht auf der Art und Weise nicht hundertprozentig richtig. Vielleicht hätte man es weniger scharf machen können. Vielleicht hätte man es nicht direkt nach dem Spiel machen müssen. Vielleicht. Vielleicht schmeckt das auch besser aus einem Mund vom Spieler, der selber Leistungen gezeigt hätte, seitdem auch er da ist. Auch das. Aber 100%. Inhaltlich, glaube ich, hat sich... Timo Baumgartl hat einfach in dem Moment ausgesprochen, was 95% der Schalke-Kabine gedacht haben. Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Weil sowas sagst du nicht aus einer Laune heraus nach dem Spiel. Du sagst, Digga, Fußballverein, die Spieler, die da spielen, die sind nicht anders als ihr in der Kreisliga. Die schreiben sich auch gegenseitig mal eine Nachricht. Ey, Digga, was hat denn der Trainer heute wieder gemacht? Warum hat denn der den aufgestellt? Wie scheiße hat denn der heute gespielt? Das sind ja auch ganz normale Menschen. Also, glaubt ihr, die kriegen das auch nicht mit, wenn in den Medien sowas diskutiert wird? Die sind ja am nächsten dran, zu 100%. Zu 100%. Wie jetzt nicht nur Timo Baumgartl gegeben haben, der diese Meinung hatte, sondern bestimmt noch 10, 15 andere Spieler. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Vieles von dem... wahrscheinlich verfestigt von diesen Vorwürfen. Denn Knebel hat darüber geredet, man hat viel intern gesprochen. Aleister Black. Kam dann eben zu dem Schluss, dass es nicht überbrückbar, nicht Differenzen gibt, sondern nicht gesagt, sondern... Oh, yo, ganz heftiger Satz noch von Knebel auf der PK. Es gab auch menschliche Probleme. Aber sehr eigenartiges Wording.
dass man da nicht mehr zusammenkommt. Und ich glaube, ich lese da rein, dass man mit der Mannschaft gesprochen hat und da ja, vielleicht glaube, dieser Eindruck bestätigt hat. Von einer menschlichen und inhaltlichen Sackgasse gesprochen, genau. In der Art und Weise, dass es einfach nicht weitergeht. Was man jetzt sagen muss. Eine menschliche Sackgasse ist natürlich auch ein Vorwurf, den man nicht haben will. Ich weiß nicht, ob Sackgasse der Begriff, aber menschlich und inhaltlich war irgendwie es klang so, als wäre menschlich auf jeden Fall auch ein Vorwurf mit dabei. Ja, also das ist einfach ein Endpunkt erreicht gewesen, an dem es nicht mehr weiterging. Was ich jetzt sagen möchte ist, und das ist ein Bericht von einer Quelle, immer mit Vorsicht genießen, aber wenn man liest, was zumindest Bild respektive Sportbild geschrieben hat, was Thomas Reis selber versucht haben soll, um das Ruder auch mit der Mannschaft wieder rumzureißen, näher an die Mannschaft ranzukommen, dann geht es um Sachen wie, dass er mit der Mannschaft... Das ist geisteskrank, ne? Ich weiß nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt das sagen wird, was ich euch jetzt einmal ganz kurz sage. Das zeigt ja alles schon, dass der Mann überhaupt keine Autorität mehr hatte. Der hat die gefragt, ey, was wollt ihr taktisch anders machen? Wollt ihr eine Fünfer, wollt ihr eine Viererkette spielen? Wollt ihr 10.30 Uhr Training haben? Wollt ihr 10 Uhr Training haben? Das ist halt, Digga, der Moment ist schon over. Gesprochen hat, ob sie sich wohler fühlen in einem Viererketten-Setup oder mit einer Fünferkette, ob sie inhaltlich am Training gerne was ändern würden, eine andere Trainingszeit gerne hätten. Ging es ums Thema Videoanalyse, Wahnsinn. Angebot, die auf Individualebene zu machen, sogar nur mit Co-Trainer, wenn das nicht mit dem Cheftrainer passieren soll. Also viele, viele Angebote gemacht worden sein sollen, laut diesem Bericht. Und von der Mannschaft sei wohl nichts zurückgekommen, außer wir würden gerne ein bisschen weniger riskant anlaufen, ein bisschen defensiv zurückhaltender spielen. Und da muss ich halt sagen, wenn du als Trainer Angebote machst, wir wissen nicht, was alles dazwischen gelaufen ist, ob die Erde schon so verbrannt gewesen ist, aber was auch immer. Was ich sagen möchte ist, man macht es sich viel zu leicht, wenn man auf Thomas Reis den Finger zeigt und nicht gleichzeitig die Leute über ihm, also Vorstand und Führungsebene, aber auch die Leute unter ihm, also die Mannschaft selber mit in die Verantwortung nimmt. Richtig. Ja, das Problem natürlich ist, glaube ich, dass wenn die Mannschaft sich das wünscht, nicht mehr ganz so aggressiv anzulaufen und nicht mehr, was ja wir tausendmal diskutiert haben, eins gegen eins über den ganzen Platz zu spielen, was ja, na, das ist ja, fällt ja in dieselbe Kategorie. Das ist, glaube ich, eine so grundlegende Geschichte im Reichsfußball, dass es da automatisch Differenzen mit sich bringt, die einfach schwer zu überbrücken sind. Richtig. Sicherlich, und ich glaube auch, dass das, also er hat ja dann im Laufe der Saison oder jetzt hinten raus versucht, ein bisschen Kurskorrektur zu betreiben, was auch die Konsequenz und Aggressivität dieses 1 gegen 1 Pressings angeht. Aber es kam in meiner Oh nein. Ja, das ist genau das Schlimmste, was ich befürchtet habe. Schalkes neuer Trainer soll keine Übergangslösung sein. Die Verantwortlichen suchen nach etwas Langfristigen. Ihr habt ja meinen Schalke-Talk gerade gehört. Augen zu spät. In meinen Augen musst du das eigentlich schon vor Saisonstart realisieren. Aber halt auch die Bild. Ich weiß, dass die Bild bei vielen von euch negativ belastet ist. Ich finde die Zeitung an sich auch kompletter Schmutz. Aber die Bild ist, was Fußball angeht, in Deutschland connected wie kein zweites Medium. Das muss man leider so sagen. Viele sagen immer, ha, Bild unseriös. Was den Fußball angeht, ist die Bild leider komplett geisteskrank. Das muss man einfach so sagen. Was die an Netzwerk und Quellen haben, das, ich schwör's euch, das ist keine Übertreibung. In jeder Kabine des deutschen Fußball-Profisports sitzt eine Bildquelle. Übertrieben gesagt. Es gibt immer irgendeinen Spieler, einen Berater, Verantwortlichen, der mit der Bild redet. 100%. Die sind vernetzt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Realisieren, dass das für eine Mannschaft, die oben mitspielen möchte, kein gangbarer Weg ist und einfach sich nicht trägt. Du hast in der Bundesliga schon gesehen, da gab es 6 von den Bayern, ein paar von Leverkusen, dass die Mannschaften, die eine fußballerisch gute Anlage haben, die schrauben dich auseinander. Ja. Weil wenn du das ist halt so geil. Das Video ist quasi einfach 17 Minuten kompakt zusammengefasst, was ich gerade eine Stunde lang emotional gebrochen euch erzählt habe. Das ist so geil. Das ist einfach, das Video ist einfach ein Spiegel. Wenn du 1 gegen 1 überall hin mitgehst, dann kann der Gegner dich im Prinzip so ziehen, wie er es braucht, um sich die Räume zu öffnen. Und genau das ist ja auch geil. Passiert. Und nicht von ungefähr ist Schalke nach Osnabrück erstens die schlechteste Defensive der Liga und hat sogar die meisten erwarteten Gegentore. Das heißt, also man sieht einfach die Folge davon. Und davon musst du meine Augen abrücken. Es gibt auch Zwischenwege. Es gibt Mannschaften, die kombinieren ein raumorientiertes Pressing mit einer Mannorientierung situativ. Das gibt es, das ist möglich. Das heißt, es gibt auch einen Zwischenweg. Und diesen hätte man in meinen Augen nicht erst suchen müssen nach den Misserfolgen, sondern vorher wissen müssen, okay, das hier ist nicht gangbar für eine ganze Saison als Mannschaft, die aufsteigen möchte und irgendwie auch eine Struktur haben will. Weil du wirst so auseinandergeschraubt. Wir haben diese Screenshots gesehen. Christoph hat die auch mal in einem Video gepostet, was wir schon mal über Schalke gemacht haben, wo Schallenberg allein auf weiter Flur ist, wo das die Position... Das ist so krass! Ah! Das ist so krass, wenn ich sehe!
Weiter Flur. Das ist unser Zentrum! Das ist unser Spielaufbau gewesen! Ist, wo die Positionen getauscht sind. Eine Seite ist komplett offen, ja, weil diese Mannschaft eben aufgrund der Art und Weise, wie sie angelaufen ist, total die Ordnung verloren hat. Ja, und das spiegelt die Tabelle jetzt wieder und heute dann in der PK Peter Knebel und Hechelmann wortführend im Zuge der Entlassung von Reis. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte Knebel-Schalke, ob das noch eine Wendung zum Guten nehmen kann. Wie denn auch? Ja. Es ist quasi vorbei. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Und der Vertrag ist ja auch, glaube ich, in 24 Monaten auslaufend. Die Wahrscheinlichkeit, dass der verlängert wird, tendiert aktuell wohl gegen null. Ja. Und er hat heute in dieser PK, und ich kann ihm nicht mal inhaltlich wirklich Vorwürfe machen, aber der hat eine Genervtheit ausgestrahlt, ja, eine Dünnhäutigkeit, eine... Ja. Ich will nicht mal sagen Unsouveränität, aber ein insgesamt weit mehr gegeben von einem geschlagenen Mann. Ja. Ganz einfach. Es gab und gibt zwei Leute im Fußball, bei denen man sich immer geeinigt hatte, die sind fachlich vielleicht gar nicht so schlecht, aber Gott bewahre bitte, gib ihnen keine Kamera ins Gesicht. Bitte. Peter Knebel und? Wer darf noch nicht von der Kamera? Uli Hoeneß? Ich bin kein Mikrofon. Ja. Und das sind für mich Michael Rechke gewesen. Ja, ich wusste ganz genau, dass Rechke der andere ist, ja. Und Peter Brazzo wäre noch ein guter Call gewesen, ja? Peter Knebel. Ja. Und dass Peter Knebel jetzt in eine Rolle gerutscht ist, wo er so oft einfach auch vor Kamera steht, für Schalke 04 spricht, ja, das gibt einfach kein glückliches Bild ab, weil er, und wie du sagst, es geht nicht ums Inhaltliche, er kann da oft gar nichts für, aber er hat einfach eine Außenwirkung, ja, funktioniert die wirkt nicht unsouverän. Ja. Das wirkt einfach nicht souverän, er ist einfach kein guter Repräsentant nach außen für diesen Verein. Das Problem ist ja auch, also erstens Vertrag bis 2024 und gibt ja wohl auch Stimmen, dass man gerne vielleicht ihn auch schon vorher schassen würde, loswerden würde. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, oh mein Gott. Was? Was ist, hast du gerade diesen Prank gemacht? Nein, das war Savin Aidoo in diesem einen Erkunft, werden würde. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, oh mein Gott. Hä, was ist hier gerade passiert? Ich check's nicht. Hä? Okay, das ist gerade weird. Was passiert hier gerade? Schassen würde, loswerden würde. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, oh mein Gott. Was ist, hast du gerade diesen Prank gemacht? Nein, das war Savin Aidoo in diesem einen ikonischen Video. Ja. Sagt er immer, wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden gerade 250.000 Kinder. 250.000 Schalke aus Tunneln befreit. Ja. Ne, ich check's nicht, aber ist okay. Wenn bei irgendeinem Club, dann bei Schalke. Ja. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, Bernd Schröder, der einer, also quasi CEO war, der ist ja im Juli, Ende Juli gegangen worden. Ja, freigestellt. Und freigestellt worden. Aktuell gibt es zwei, die es interimsweise machen. Ich glaube, Knebel und noch eine weitere Person. Der fällt mir der Name gerade nicht ein. Hechelmann. Das ist eine Frau. Und das Ding ist, Rühl Havers. Der Verein braucht formell zwei Vorstände. Das heißt, aktuell ist es, glaube ich, für den Aufsichtsrat gar nicht möglich, Knebel loszuwerden. Die brauchen quasi erst einen neuen CEO. Ist das alles krass. Bevor sie überhaupt das angehen können. Das heißt, der Verein ist auch in einer Position, wo, wie sie handlungsbedingt fähig oder unfähig sind, wo man auch sagen muss, das spricht auch wieder für Schalke und deren Strukturen, die halt borderline amateurhaft sind. Ja, es ist unglaublich, wie auf Schalke noch immer gearbeitet wird. Und jetzt sind wir an der Phase angekommen, wo wir über potenzielle Nachfolger reden werden, denn auch das wird natürlich wieder ein Thema bei Schalke 04. Und ich habe heute Morgen, als es rumgegangen ist, eine Gruppe mit dem Schalke-Fan geschrieben und dem Mainz-Fan. Der Mainzer ist nämlich der Meinung, dass Bo Svensson gehen muss. Und ich habe geschrieben, Moment, einer hier muss auch wieder Sandro Schwarz nehmen. Und heute auf der PK. Ja. Also der erste Name, der fällt, ist Sandro Schwarz und gilt. Ich glaube, die Reaktion von Hechelmann hat mir suggeriert, dass Sandro Schwarz auf jeden Fall ein Name ist, der intern besprochen wird. Hechelmann ist ja auch, glaube ich, der Grund dafür, warum der Name auf Schalke überhaupt kursiert, weil sein. Die haben, glaube ich, gemeinsame Vergangenheit aus Mainz, kennen sich da sehr, sehr gut und dementsprechend nahe liegt der Name Sandro Schwarz. Ich mag Sandro Schwarz weiterhin. Ich mag ihn auch, weil er ist menschlich. Ja, aber lass doch keinen Trainer einstellen, ob der nett grinst, Mann. Was ist denn das für ein Signal an die Fans? Hol doch nicht einen Trainer, der letztes Jahr mit Hertha rausgeschmissen worden ist und ebenfalls abgestiegen ist. Über jeden Zweifel haben. Ja, und trotzdem ist sein Track Record deutscher Fußball komplette Scheiße, sag es. Einfach nicht gut genug. Richtig. Um in mir irgendwie den Glauben zu wecken, dass das jetzt der Mann sein könnte, der da irgendwie das Ruder rumreißt. Aber hast du irgendjemanden Spannenden? Also ich habe ja, kurioserweise, gestern haben wir einen Frag Calcio veröffentlicht, die überordnete Frage war, wer könnte Thomas Reis auf Schalke ersetzen? Bruno L. Ja. Ja, kannst du auch gleich einen Magath nehmen. Bei Bruno L. habe ich da auch schon gesagt,
Jetzt ist der Punkt gekommen, wo Schalke und Bruno Labbadia ungefähr in der Trajectory wieder treffen. Es ist nicht der Dude, der letzte Saison mit Stuttgart richtig geisteskrank auf die Fresse geflogen ist. Digga, was will Niklas denn immer mit Bruno Labbadia, Alter? Hat der eine heimliche Affäre mit dem? Oder fragt man VfB Stuttgart-Fan, ob der uns gerade Bruno Labbadia empfehlen würde. Digga, ist das krass. Sich begegnet haben, also wie so zwei so Striche, die sich einmal kreuzen. Ja. Und so kommen sie jetzt zusammen. Jetzt, weil oft lange war Schalke zu groß. Ja. Dann war Bruno eventuell zu groß. Und jetzt gerade, glaube ich, könnte es passen. Ja. Gesund geschrumpft. Ansonsten. Wäre nicht die erste Affäre von Bruno. Muss ich sagen, wenn man jetzt nicht über so schöne Fantasien wie Van Nistelrooy oder sogar Raoul nachdenken möchte, dann finde ich, ist Robert Klaus eigentlich ein sehr naheliegender Name. Ist, glaube ich. Ja. Ja, glaube ich auch. Auch der Name, den wir in den nächsten Tagen noch ein paar Mal lesen werden. Natürlich bei ihm auch eine Thematik. Ich bin Team Robert Klaus übrigens. Sehr, sehr junger Trainer. Ja. In einem der druckvollsten Umgebungen, die es so gibt im deutschen Fußball mit Schalke 04. Das kann, da kann man sich halt, die Persönlichkeit, Bruno kann ich mir da besser vorstellen. Ne? Der hat eine sich innewohnende, der ruht in sich selbst, auch wenn er natürlich mal ausflippt und wenn er emotional wird, das macht er ja auch, aber Bruno ist einfach eine gesettelte Persönlichkeit. Robert Klaus ist noch ein junger Trainer, der eben noch bei Weitem nicht so viel gesehen hat. Er ist noch in der Trainerpubertät. Ist er wirklich, ja, ist er wirklich. Und Bruno Labbadia ist schon, der ist schon fast in den Trainerwechseljahren. Ja. Und den einfach von der Persönlichkeit kann ich mir besser vorstellen. Ja, wobei man auch sagen muss, Bruno Labbadia, so sehr ich ihn formell mag, ist auf Stuttgart dann, als es nicht gut lief, hinten raus, auch mit der Krisensituation nicht gerade souverän umgegangen hat. Auch, aber seinen guten VAR-Rant auch abgelassen. VAR-Rant hat viel Schuld gesucht, an vielen Orten und Stellen, nur tendenziell nicht bei sich. Ja. Aber die Erfahrung hält er natürlich dafür. Und Bruno Labbadia hat im deutschen Fußball schon Leistungsnachweise erbracht, bei dem man zumindest glauben sollte, dass ein Aufstieg nicht im Bereich des Unmöglichen für ihn ist. Aber Robert Klaus fände ich spannend. Ich fände Robert Klaus spannend, weil er eben für den Fußball steht und vielleicht für eine Modernität seines Fußballs, die ein bisschen zeitgemäßer ist als das, was Thomas Reis versucht hat. Was man vielleicht machen müsste, ist Robert Klaus, so ein bisschen wie man Julian Nagelsmann, Sandro Wagner an die Seite gestellt hat, in einem kleineren Rahmen auf Schalke natürlich, irgendjemanden finden, der Persönlichkeit mitbringt, auf den sich sofort alle Schalke einigen können, sagen, Daumen hoch, den finden wir gut. Biskens. Nur halt wirklich halt de facto so als so eine Art, also Sandro Wagner bringt ja auch Sportkompetenz mit, vielleicht eher so eine Art, wo Co-Trainer draufsteht, der ein Maskottchen drin ist, keine Ahnung. Ja. Was wäre denn der Name, wenn du dich jetzt festlegen müsstest? Was glaubst du, wer der Favorit ist? Robert Klaus. Weil für mich ist es Sandro Schwarz. Also ich glaube, es wird Sandro Schwarz, aber ich würde Robert Klaus von all den genannten nehmen. Wer Favorit ist, also nicht mein Favorit, sondern wer Favorit ist. Was denkst du jetzt gerade genau, wie wir am ehesten bei Schalke an der Außenlinie sind? Wenn ich bedenke, wie Schalke funktioniert und wie der ganze Fußballapparat funktioniert über Vitamin B und der kennt den, dann ist Sandro Schwarz aufgrund dieser offensichtlichen Hechelmann-Verbindung aktuell ein sehr, sehr naheliegender Name, ja. Ja, was hast du noch? Was ich noch habe ist, 7 Spieltage sind Rom, Schalke hat 7 Punkte, es sind aber nur 3 weniger, als sie zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison hatten. Und in der Vorsaison? Vor 2 Jahren, sorry. Okay, in der letzten Zweitligasaison, als sie aufgestiegen sind. Damals noch unter Gramozis. Unter Gramozis, damals nach den 7 Spieltagen, dann 4 Siege in Folge. Und nach diesen 4 Siegen am Stück stand man plötzlich wieder auf Platz 3. Ja. Was ich damit sagen möchte, es sieht aktuell so aus, fühlt sich ein bisschen so an. Es geht noch. Aber es geht noch. Das ist nicht verloren. Nein. Das ist nicht verloren, vor allem, weil... Vor allem, also, was haben die Ersten? 14 Punkte? 14 Punkte, genau. Nein, das ist ein 7-Punkte Unterschied. Das kann ratzfatz gehen. Deshalb ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung, halt jetzt zu sagen, wir machen es jetzt. Meine größte Sorge, warum ich auch anfangs so aufgemacht habe, ich bin mir nicht 100% sicher, liegt weniger an der Personalie Thomas Reis, sondern an der Nachfolgerfrage. Das ist einfach, wo meine großen Zweifel herkommen. Aber es wird eine richtungsweisende Entscheidung für Schalke 04 werden. Das wird es werden und die darf oder sollte im Idealfall nicht auf der Trainerebene aufhören. Wenn das diese Saison nicht möglich ist, muss sich der Verein, glaube ich, auch im operativen Bereich oberhalb des Trainers zum neuen Jahr, zur nächsten Saison neu aufstellen. Stand jetzt geht es darum, jemanden zu holen, der kommt und sofort Erfolge liefert, weil dann, glaube ich, auch daran muss man die Saison nicht abschreiben. Der Kader hat auch Baustellen. Ich finde die offensiven Flügel weiterhin unterbesetzt. Ich finde viele Verletzte auch, aber ich finde auch zum Beispiel die Innenverteidiger sind zwar in der Breite vorhanden, aber qualitativ ist es nicht sonderlich beeindruckend, was da rumläuft. Also im Kader wurden auch Fehler gemacht und Dinge nicht so aufgestellt, wie man es sich wünschen würde. Aber trotzdem hat Schalke eine Mannschaft, die in der Lage sein muss, wenn du die erste Elf aufstellst, die beste Elf, oben mitzuspielen. Ja. Also ich würde sagen,
es ist noch nicht alles verloren. Ja. Glaube ich auch. Und wir behalten es natürlich für euch im Blick. Eure Meinung zur Entlassung von Thomas Reis bei Schalke 04. Gerne in die... Ja, also das war gerade mein einstündiger Schalke-Talk. Auf 17 Minuten komprimiert. Deutlich seriöser und neutraler rübergebracht. Es ist wirklich verrückt, dass wir fast 1:1 genau die gleichen Punkte haben. Dementsprechend von mir ein großes +1. Ein sehr großes +1.